Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Ich sitze oben, das heißt im Klartext, es gibt keinen Tabak, kein Tabak-Review, sondern ich möchte euch heute einen Pfeifenzubehör vorstellen. Und zwar konkret um dieses Zubehör hier. Ganz recht, es ist der absolute Klassiker. Hier ist er, der Tscheche. Im Englischen gerne Check Tool genannt. Das ist wohl das klassischste Pfeifenbesteck, das man sich vorstellen kann. Interessanterweise, die meisten Pfeifenraucher nutzen ihn, wenn nicht gar alle. Und dennoch, viele müssen immer wieder, auch gerade in Videos zeigen, was sie für Pfeifentools haben. Und wenn man sie dann in der freien Wildbahn sieht, haben sie den Tschechen. Ja, was ist das Check-Tool? Für die alteingesessenen Pfeifenraucher wird das jetzt vermutlich alles uninteressant werden. Für Neueinsteiger ist das aber vielleicht mit das Interessanteste. Dieses kleine Besteck hier kostet, je nachdem wo man es kauft, zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro. Hier hat man alles dabei, was man als Pfeifenraucher benötigt. Wir haben den Stopfer. Man nehme den Stopfer, man nehme, haben wir hier gerade mal, beispielsweise eine Pfeife. Kann dahergehen. Und kann vorsichtig mit dem Stopfer hier die Asche runterdrücken. Oder wenn der Zug zu leicht wird, vorsichtig alles ein bisschen komprimieren, zusammendrücken. Die Betonung liegt immer auf vorsichtig. Ich persönlich bevorzuge immer nur das Eigengewicht. Hier oben drücke ich nicht, sondern ich fixiere eigentlich nur, damit es gerade runtergeht. Und dann nur das Eigengewicht des Stopfers nehmen und damit die Oberfläche kletten. Das ist im Grunde genommen das A und O. Mehr braucht es nicht. Deswegen Stopfer. Einziger Nachteil beim Tschechen. Der Stopfer ist ähnlich wie ein L geformt. So. Egal wo man es dreht, es sieht aus wie ein L. Das heißt, wenn man hier am Tempen oder am Stopfen ist und zieht hoch, kann hier oben natürlich Asche drauf liegen. Das ist der einzige Nachteil. Ansonsten, der Stopfer hier erfüllt seinen Zweck, hat hier auch noch eine schöne Gravur drin, wirkt dadurch eigentlich relativ elegant. Zack, 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 Messe ist gelesen. Zweiter Teil, Räumdorn oder überhaupt Dorn. Räumdorn werden sich viele fragen, inklusive mir, wozu Räumdorn? Also zum Räumen brauche ich ihn nicht. Ich bin ein deutscher Pfeifenraucher. Die meisten deutschen Pfeifenraucher rauchen ihre Pfeifen ja schließlich mit Filter. Ich schätze mal, angedacht ist der Dorn eventuell bei Pfeifenrauchern, die keinen Filter haben, die dann einfach mal auf die Schnelle, wenn es sein muss, Mundstück entfernen. Und wenn jetzt zum Beispiel Asche oder was auch immer in den Rauchkanal reingekommen ist, können die dann in den Rauchkanal gehen und alles hier in Richtung Pfeifenkopf drücken. Mundstück wieder drauf. Ah, Zug ist frei. Meine Mutmaßung, wie gesagt, weil alles andere ergibt für mich, was Thema Räumen angeht, eigentlich keinen Sinn. Wofür benötige ich den Dorn? Ich brauche ihn zum Glück dank meiner Stopfmethode relativ selten. Aber auch bei der kann es in seltenen Fällen mal vorkommen, dass ich zu fest gestopft habe. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Da nehme ich den Dorn eigentlich nur, setze ihn einmal mittig ein und steche ihn dann durch die Tabak, also Glut- und Tabakschicht runter bis zum Boden. Dann kann man ihn noch ein bisschen lockern, ziehe ihn wieder raus. Und schon hat man den Zug verbessert.
Der Nachteil hierbei ist natürlich, die Luft, die man von oben ansaugt, geht dann durch das Loch, das man eben gebohrt hat, rein und entfacht überall die Glut. Das heißt, mittig gesehen wird die Glut verstärkt. Was man mit dem Dorn aber sehr gut auch machen kann, man kann an der Wand hier hinten, an der Pfeifenwand, langsam Richtung Zugloch runtergehen und ein bisschen Luft reinmachen und wieder rausziehen. Zug auch besser. Anschließend mit dem Stopfer die Asche hier oben ein bisschen verteilen und wieder andrücken. Dann ist der Zug normalerweise immer noch gut. Und man hat aber eben den Vorteil, dass die Glut an der Innenwand in Richtung Mitte gezogen wird. Und man hat hier hinten den Rauchkanal frei, weil man etwaigen Tabak, der vielleicht direkt vom Zugloch ist, hier so ein bisschen wegdrücken kann. Also dafür ist der Dorn aus meiner Hinsicht am besten geeignet. Das ist zumindest das, wofür ich ihn nutze. Der letzte Teil, das ist der Löffel. Manches Pfeifenbesteck hat statt eines Löffels ein Messer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Für was in drei Teufelsnamen braucht man als Pfeifenraucher mit einer Holzpfeife, einer Bruyère-Pfeife, ein Messer? Beim besten Willen nicht. Ich nutze den Löffel. Und wofür nutze ich ihn? Ich nehme ihn nur ganz zum Schluss. Sobald ich mit dem Pfeiferauchen fertig bin, in den meisten Fällen, ich würde jetzt mal schätzen, mindestens 90 bis 95% der Fälle, wenn ich mit Pfeiferauchen fertig bin, gehe ich daher, nehme den Löffel und verrühre im Pfeifenkopf die Asche. Weil in über 90% der Fälle, wenn ich eine Pfeife rauche, bleibt außer Asche nichts übrig. Ich habe dann keine Krümel, keinen unverrauchten Tabak, nichts. Ich rühre eigentlich in der Pfeife hier immer nur den Tabak rum. Und was ich mit dem Löffel dann auch mache, der ist ja, wenn wir es uns ganz genau angucken, nach oben hin, jetzt in dem Fall ist er ja konvex, nach innen ist er konkav gewölbt. Ich nehme also die Wölbung außen und reibe dann mit dem Löffel vorsichtig die Asche an der Wand entlang. Das mache ich die komplette Pfeife über, nur die Asche hoch. Dann gucke ich rein, dass die Wand überall mit Asche schön bedeckt ist, klopf dran, dass der Rest runterfällt und dann lege ich die Pfeife zur Seite und lasse sie in aller Ruhe auskühlen. In aller Ruhe auskühlen bedeutet für mich mindestens 15-20 Minuten. Einfach nur deswegen, weil die Asche dann etwaige Flüssigkeit noch aufsaugen kann, sowohl an der Wandung als auch unten natürlich im Pfeifenkopf. Und nach 15 bis 20 Minuten ist die Pfeife ausgekühlt. Das heißt, auch was an der Wandung eventuell an Karamellisierung noch vorhanden war, an flüssiger oder an feuchter, die ist jetzt ausgehärtet. Und sobald das dann soweit ist, kann ich die Pfeife ganz normal leeren, säubern und dadurch bildet sich halt auch ein Cake. Und dafür ist der Löffel hier zum Verstreichen ideal. Ein Messer wird man in meinen Pfeifen niemals sehen. Von daher kurzes Resümee von mir. Check-Tool oder auch bei uns Tscheche genannt. Mal gucken, wie lange wir es noch Tscheche nennen dürfen, bevor dann irgendjemand ankommt und wird dann sagen, hier, Zigeunerschnitzel ist verboten, das müssen wir auch den Tschechen verbieten. Für mich ist und bleibt es der Tscheche, im Englischen ja Check-Tool, ist für mich das Nonplusultra, was Pfeifenbesteck angeht. Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich einen anderen Stopfer benutze, ein anderes Pfeifenbesteck, wobei von dem Stopfer benutze ich wirklich nur die Stopffunktion, eben aus dem genannten Grund, dass ja hier immer so ein bisschen Asche drauf landen könnte. Ich benutze einen Stopfer zum Stopfen und habe trotzdem immer einen Tschechen dabei in meiner Pfeifentasche, weil ich trotz allem immer den Löffel brauche. Tscheche brauche ich grundsätzlich immer den Löffel, in seltenen Fällen den Dorn und in noch viel selteneren Fällen, wenn ich meinen eigentlichen Stopfer vergessen haben sollte, nutze ich auch mal den Stopfer als solchen. Aber das ist wirklich nur in äußersten Ausnahmefällen der Fall. Ansonsten für mich natürlich eine absolute Empfehlung für den Tschechen. Ein günstigeres Zubehör fürs Pfeiferauchen als den Tschechen gibt es aus meiner Sicht nicht. Preislich zwischen 1,50 € und 2,50 €. Ich werde euch dann auch mal, oder ihr habt es ja schon dann gesehen, je nachdem, wo ich es unterbringe, es wird ein, zwei Seiten geben, wo es das Tool gibt, die ich euch dann hier auch einfach mal mit reingebe. Nur damit ihr mal seht, wie der Preis ausschaut. Das ist das günstigste, was geht.
Man kann durch den Ring hier hinten zum Beispiel ja auch einen Ring vom Schlüsselbund machen, kann das Check-Tool den Tschechen hier immer klein zusammengefaltet mit sich führen. Einige Pfeifenraucher machen das ja auch. Und dafür bietet sich dieses preiswerte Tool hier absolut an. Der berühmte Tscheche. Und das war's dann auch schon von mir für heute, für die Vorstellung des Tschechen. Ich nutze ihn, wie gesagt, immer, zumindest teilweise, die Funktionen. Und möchte ihn euch wirklich ans Herz legen. Gerade Einsteigern, die fragen, was braucht man? Lasst euch nicht unbedingt irgendwelche teuren Stopfe und sowas aufschwatzen. Das ist völliger Mumpitz. Wenn ihr für euch selbst irgendwann entscheidet, ihr wollt was anderes haben, ihr wollt ein bisschen mehr Flair, etwas mehr Design reinbringen, ihr wollt ein bisschen eleganter aussehen, dann könnt ihr das auch tun. Tut es. Ich will euch ja nicht davon abhalten. Mir geht es nur darum, lasst es euch das Teure nicht aufschwätzen. Nehmt erstmal das Günstigste, das Preiswerteste, bis ihr für euch entschieden habt und ihr absolut sicher seid, dass ihr beim Pfeife rauchen bleiben wollt. 1,50 Euro, 2,50 Euro, wenn ihr den mal verlieren solltet, das ist schnell ersetzt. Wenn ihr einen teureren Stopfer habt und habt den verloren, das ist viel ärgerlicher. Aber, wie gesagt, Entscheidung liegt bei euch. Von daher, in gewohnter Weise, ich bin gespannt. Ach ja, falls ihr euch fragt, was, das ist die Fernbedienung meiner Kamera. Falls ihr euch halt natürlich jetzt fragt, ja, kann man nicht, oder falls ihr sagt, ach, was jetzt ist das Mumpitz, ich mag den Stopfer oder das Tschechentool gar nicht. Egal was auch immer, kommentiert. Kommentarfunktion ist ja da. Mögt ihr den Tschechen, nutzt ihr den Tschechen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass fast jeder Pfeifenraucher ihn nutzt und dass ein jeder Pfeifenraucher ausnahmslos ihn zumindest besitzen wird. Haben wird ihn vermutlich jeder. Nutzen werden ihn die allermeisten. Ein paar wenige werden ihn verfluchen, werden ihn einfach nur für was Billiges halten, weil das habe ich im Laufe der Jahrzehnte öfters erfahren müssen. Diese pseudo-elitären Pfeifenraucher, die ja immer nur alles vom Feinsten haben müssen und sagen, nur so kann man Pfeife rauchen. Völliger Stuss, völliger Blödsinn. Bodenständigkeit. Es muss funktionieren. Und das tut das Tool. Für wenig Geld. Von daher danke ich euch in gewohnter Weise für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken und eurem Zubehör. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Wir sehen uns wieder hier in alter Frische auf meinem Kanal. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Ciao.